Nach zwei Durchgängen bei den Junioren, es führt nach wie vor Richard Olbricht, der ist jetzt der Nächste. Also wenn ihr einen Hammer weit fliegen seht, das ist der des Bad Gandersheimers. Und der erste Versuch für Melanie Bauschke im Weitsprung. Komm, Lukas, auf! Guter Versuch für Sosti Hetzabum Mogunara, zurzeit noch dritte im Weitsprung. Und wir schauen dann nach dem Lauf auf die weiteren für sie. Und das heißt zurzeit die Führung im Weitsprung der Juniorinnen. Als nächstes sehen wir jetzt Aileen Mattes. 400 Meter hier. Die Nike. Ja, da immer 100 Meter, die wir jetzt schaffen, das zweite Vorlauf, dürfen wir schon in den Vorlauf einsetzen. Auf der Ergebnis des vierten Vorlaufs 400 Meter Hürden der Junioren auf der Anzeigetafel ist gewonnen Georg Fleischhauer in 51,63 vor Daniel Roos. 54,63 und Andreas Braun 54,88. Dieses Ergebnis kann man, wie alle anderen Ergebnisse auch, natürlich auch unterwegs nachlesen, zum Beispiel auch in BlackBerry, zum Beispiel auf dem iPhone. Die Seite dazu heißt www.lath, kurz von der Leitung. Ja, irgendwie einschmerzen, aber das kann ich nicht. Während wir blicken wieder auf die Bahn und es steht quasi bereit. Bei ein bisschen Übertreibung. Der zweite Lauf, der zweite Vorlauf, 4x100 Meter. Den Weitsprung der Juniorinnen gleichbedeutend mit 100 Meter der Juniorinnen. Der zweite Lauf von den Maden, 800 Meter. Ja, der ist heute Abend da, aber stimmt. Aufleuchten für Melanie Bauschke, aber der war deutlich kürzer. Also, Melanie Bauschke bleibt auf Rang 4 und wir schauen nochmal zum Spielmann.